Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hard West mit mir, dem Baldur von den Microwavern. Wir konnten Cassandra retten vor den Schergen des Inquisitors aus dieser Stadt, sind jetzt ein wenig hin und her gereist, haben ja mehr oder minder erfolgreich übergesetzt, haben unserer Dame Cassandra mal eine vernünftige Waffe besorgt und werden jetzt zum Prospektor reisen. Ich bin mal gespannt, wer das ist. Im dünnen ersten Tageslicht erschütterte eine plötzliche Explosion die Insel. Warum habe ich was eigentlich denken können? Um sie herum fielen Teile des Schmugglerboots vom Himmel und Cassandra machte die Umrisse mehrerer auf der Insel zusteuernder Boote aus. Der Inquisitor hatte sie gefunden. Wäre ja auch zu schön gewesen. Die Gruppe griff zu den Waffen und machte sich kampfbereit. So, dann ist ja gut, dass ich ihr mal eine vernünftige Waffe noch gegeben habe. Tüp, 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 tü. Und da haben wir den Paco. Okay. Kartenmenü haben wir mittlerweile noch eine neue Karte bekommen. Nö, leider nicht. Ergo, weiter zum Kampf. So, und dann. The Inquisitor's men had destroyed their means of escape. Their only hope was to seize an enemy boat and eliminate the other enemy vessel, lest they give chase. The supplies from the island could be useful, but freedom came first. Okay. Jede Menge Kram. Das da will ich alles einsammeln. Die Brücke anheben, um den Weg abzuschneiden. Das ist optional, hört sich aber definitiv sinnvoll an. Lass eines der Boote auf den See treiben. Wie machen wir das? Da ist eins, da ist noch mal eins. Und da sind Gegner. Wie gehen wir da am besten vor? Wenn ich die Sachen hier haben will, muss ich den Bereich hier auf jeden Fall verteidigen. Komme ich von da aus eigentlich rüber? Ja, ich glaube, hierüber könnte man drüber gehen. Aber ich würde es nicht bestätigen. Also, mich nicht drauf verlassen. Wie dem auch sei, erstmal schrittweise vorgehen. Du erstmal dahin. Ah, Moment, stimmt ja. Das Kreischen funktioniert nur zu denen und drei Schaden. Da würde ich doch gleich mal sagen, einer weniger. Auf Wiedersehen. Zack. Du gehst mir nicht mehr auf die Nerven. So, du läufst dann mal dahin. Genau. Und der Paco läuft dahin. So. Gut. Da bewegt sich was. Ich höre es laufen. Na. Wo sind sie? Egal. Läufst dann mal dahin. So, und du? Nein. Ah, das sind Fallen, die ich auslösen könnte. Natürlich gut zu wissen. Ja, du lässt mal dahin. Haben wir da? Nein. So, der Paco. Läuft dahin. Und Cassandra werde ich dann einsammeln lassen. So, und dann nochmal dahin. So. Oh!
Das ist natürlich schlecht. Aber die Sachen will ich haben. Ja, dann muss ich wohl da durch, ne? Läufst du mal dahin? Na super, ihr geht natürlich da in Deckung und feuerfrei. Aber glücklicherweise daneben. Ah, da ist noch einer. Nein! So, Cassandra. Wie sieht's bei dir aus? 39. Ach, Madame. Was soll denn das? So, wie sieht's bei ihm hier aus? Sehr viel besser. Feuerfrei. Einer weniger. So, Paco. Pacolein. Was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir? Würde ich sagen, dich benutzen wir. Wie sich das anhört, benutzen wir. Du wirst hinten das eine Schiff abtreiben lassen. Also wegtreiben lassen. So, du läufst dahin. Und. Was? Wieso sind die jetzt unsichtbar? Sonst geht's noch? Na, klasse. Ah ja, egal. Dann bleibt's halt so. Machen wir es jetzt so. Na, immer noch. Och, Leute. Ihr wollt mich doch veräppeln, oder? So, und du gehst mal hier in Deckung. Sehr schön. Da ist nämlich noch einer der feinen Herren. Hoffentlich auf Wiedersehen, leider nicht. So, du läufst mal dahin. Ah, da ist noch einer. 28, 29. Da haben wir die 44, das ist doch schon mal besser. Versuchen wir einfach mal unser Glück. Feuer 3. Leider daneben. Nee, nee. Das sehe ich schon mal gerade gar nicht ein. Wow, was hat denn der für eine Waffe? So, aber wie machen wir das jetzt? Dann lässt du jetzt mal dahin. Ah, da ist er wieder. Ha! Wunderbar! Perfecto Mundi. So. Hier haben wir... Ah, das sieht natürlich nicht so gut aus. Von den Werten her. Dann wird jetzt der Paco erstmal... dahin vorrücken und ihn dann... Oh, was? Sag mal, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ah. Super. Unter Feuer nehmen. Immerhin getroffen. Was machst denn du? Wie machen wir das mit dir jetzt? Der sitzt da fest, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann soll er mir doch gestohlen bleiben. Du läufst dann dahin. So. Zug des Gegners. Irgendwer lädt danach. Ah, von da kommen nochmal neue. Ich höre es nämlich. Ah, er ist mutig. Und offensichtlich schwer dumm. So, die ersten Vorräte einsammeln. Sehr schön. Und dann läufst du weiter. Aber in Deckung. So. So. Was? Tatsächlich nur 59. Was? Okay. Gehen wir mal dahin. Das sieht schon besser aus. Auf Wiedersehen. Sehr schön.
Paco, lass das Boot in die Freiheit laufen. The first boat drifted away from the island. They needed to reach that last one. Ja. So. Mögest du in Freiheit leben können, du liebes Boot. So, genau, dachte ich mir doch, dass da noch einer ist. Wow, der hat 9 Punkte. Das ist schlecht. Würde ich mal behaupten. Dahin. Und dann. Ja, der Perez ist das sogar. Ja, dann. Nein! Ich hab nicht genügend. Ach, verdammt. Versuchen wir unser Glück. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. So, du läufst dann dorthin. Genau. Und du dahin. So. Und dann würde ich sagen, nächste Runde. Mhm. Na, so ein Glückstreffer. Nein! Och, Leute! Glück gehabt. Aber sowas von. So. Okay. Oh! Feige Sau von hinten in den Rücken schießen. Du versteckst dich mal da und dann Feuer frei. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, was machen wir mit dir? Du wechselst erstmal deine Waffe. Und dann gib ihm. Sehr schön. So, bei dir sieht's ähnlich aus. Komm, treffen, treffen. Sehr schön. Ich habe nur eine Sache vergessen. Der Mann im Rücken. Mist. Mist, den habe ich ganz verpennt. Schande. So. Feuer frei. Nein. Dahin. Und dann Feuer frei. Sehr schön. Und du? Kann ich ihr irgendwie sinnvoll helfen? Die sind da unterwegs. Ja, ich muss über die Brücke drüber. Lass dahin. Du gehst Cassandra helfen. Ach Gott, die Pappnase, das ist ja auch noch da. Wag dich. Ja. Okay. Oh, nee. Scheibe. Wo kommen die denn jetzt her? Verdammt. 49. Ja, aber Mist. Ja, komm. Machen wir einen langsamen Möbel. So. Nein, könnte es mal anders da. Zuerst dahin. Und dann Feuer frei. Sehr schön, einer weniger. So. Du lässt mal dahin. Falls nämlich da auch noch irgendwelche Überraschungen auf uns warten sollten. Tun sie glücklicherweise nicht. Dann kommst du über die Ecke. Dahin. Ja. Nein. So.
Sie hat kein Glück. Das ist schlecht. Versuchen wir mal dahin. Und dann. Komm schon. Ach, daneben. Das gibt's nicht. So, bei dir sieht's so aus. Komm, treffen, treffen, treffen. Sehr schön. Einer weniger. So. Und du lässt dann dahin. Nicht so gut. Zack, zack, zack. Dahin. Sehr schön. Und was zum... Ah, hat das Spiel kurz gehangen? Verdammt, ich muss nachladen. Blöd, aber was muss, will man machen? Ist nochmal so. Dann weißt du dahin. Vor allem sind wir dann Perez los. Das ist ja auch eigentlich nicht schlecht. So, du läufst dahin. Sehr schön. Und. Komm schon. Jawoll. Never dog Cassandra again. Sehr schön. So, jetzt sammeln wir noch die Vorräte fertig ein. Und dann war's das hoffentlich. So. Ah ja, du kannst ziemlich weit laufen. Und Paco macht sich schon mal auf zum Boot. Aber trotzdem immer noch vorsichtig. So. Genau. Du nimmst die. Sehr schön. Du nimmst die. Perfekt. Und dann geht's auf zum Boot. So. Zack. Sehr schön. Das hat ja richtig gut geklappt. Bin ich dafür. Könnte öfters so sein. Aber wenigstens sind wir jetzt den Perez los. Der wird uns so schnell nicht mehr auf die Nerven fallen. Das ist schon mal gut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch noch weitere Problemchen geben wird. So, einer schon mal da. Da folgen Nummer 2 und Nummer 3. So. Und bin mal gespannt, was wir denn da alles an guten Sachen nachher gefunden haben. So, du bleibst, wo du bist. Was? Ach du Scheiße, das ist ja noch einer. Nein! Ich krieg die Krise. Naja. Aber dann beenden wir die Folge auch an dieser Stelle. Wir wissen ungefähr, wie wir vorzugehen haben. Und ich muss unbedingt dran denken, den hier... Hier unten links in dem Ecken, der uns jetzt getötet hat und die ganze Tour vermasselt hat. Entweder zu töten oder zu gucken, dass ich den umgehen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.